Hallo vom DSAG-Kongress. Jetzt geht es hier um Themen in der Digitalisierung und vor allem, ob der Ton bei dieser Lautstärke überhaupt richtig funktioniert. Zum Wohl. Das war meine Frage. Oder? Der erste Tag ist vorbei und einige interessante Themen gesehen. Der wirklich interessanteste Part war, dass die SAP angekündigt hat, HCM ab 2022 doch in S/4HANA zu integrieren. Das heißt, all die Kunden, die Sorge hatten, dass sie mit 2025 ohne Nutzungsberechtigung für HCM dastehen, haben jetzt anscheinend doch die Chance, mit ihrem S/4HANA auch eine funktionierende HCM-Version mitzubekommen. Welche Release und welche Features die hat, das wurde jetzt noch nicht angekündigt. Ja, ansonsten gab es nicht nur interessante Keynotes, sondern auch interessante Vorträge. Ich habe vor allem die Vorträge vom Arbeitskreis Revision und Datenschutz mir angesehen. Und da gab es interessante Infos zum Thema Enterprise Threat Detection, was ist neu in der Version 2.0. Ein Thema fand ich auf jeden Fall interessant, dass jetzt auch neuerdings das Security Audit Log für die HANA Cloud mit unterstützt wird. Das ist auf jeden Fall da nochmal ein Feature-Gewinn. Es gab auch nochmal Slides und Informationen zur Integration, zu den vorhandenen Pattern, zu den erweiterten Pattern mit Enterprise Threat Detection. Dann war noch ein interessanter Part mit dem Data Retention Management in der Cloud. Das ist sozusagen die Cloud-Version vom SAP ILM, was jetzt neuerdings also dann oder in Zukunft, jetzt ist es aktuell noch nicht verfügbar, wahrscheinlich nächstes Jahr, soll es auch möglich sein, SAP ILM mit der Cloud zu machen. Einerseits natürlich für Standardprodukte, dass es da entsprechende Rulesets gibt, aber auch, dass ich in meinen Eigenentwicklungen und Erweiterungen das unterstützen kann, dass ich da das ganze Thema Retention Management mache, also ILM, DSGVO-konforme Löschung und Blockierung von personenbezogenen Daten. Ja, es ist ein bisschen laut im Hintergrund. Was ist da los? Wir sind jetzt hier auf der DSAG Warm-Up Party. Es kommen gleich die ersten Gäste. Da freue ich mich schon drauf. Da lassen wir den ersten Abend des Kongresses ein bisschen ausklingen und feiern entspannt mit Gästen, die wir eingeladen haben. Und ja. Bin ich jetzt ein Influencer-Star? Ja, soviel zum ersten Tag. Mal gucken, was der morgige Tag so bringt. Ich freue mich schon drauf. Bis morgen.